Wann wart ihr zum letzten Mal Hoffnungsmacher? Vielleicht, als ihr Freunden ein nettes Wort gesagt habt oder vielleicht euch in den Arm genommen habt und dem anderen Hoffnung gegeben habt durch ein Zeichen. Am 24. Februar habt ihr die Chance, Hoffnungsmacher zu sein, vor der Frauenkirche auf dem Neumarkt, 16.30 Uhr, einzustehen für Solidarität mit der Ukraine. Denn Frieden ist ein großes Wort. Frieden entsteht nicht automatisch. Frieden braucht Menschen, die eine Vision haben von einer Gesellschaft, von einem Miteinander, das nicht polarisiert, das nicht im Streit verharrt, sondern das den Konsens sucht, das die Einheit sucht und das nicht überfällt, sondern das die Freiheit liebt. Ich lade euch, ich lade dich herzlich ein, zur zeichenhaften Solidarität mit der Ukraine mit vorbeizukommen, eine Kerze anzuzünden, Hoffnungsmacher zu sein.